Hallo, meine Lieben. Oh, ich glaube, ich schaffe das gar nicht mehr, jetzt diesen Vlog zu machen. Unsere Hausgeburt startet. Ist vor einer Stunde angefangen mit Wehen oder Wellen, so schön, wie ich es auch sage, auf dem Sofa. Alex hat extra die Kinder genommen, ist mit den Kindern in den Wald spazieren gegangen. Und ich hatte echt 2, 3 Stunden Zeit so für mich. Und wir hatten ja jetzt nur noch 4 Tage bis zur künstlichen Einleitung im Krankenhaus. Ich habe ganze Zeit mit meinem Baby gesprochen, dem Baby erzählt, unserem Baby, dass es jetzt kommen darf und dass ich bereit bin, dass ich mich jetzt hier entspannen kann. Und dann kamen so alle 20 Minuten die Wellen, dass ich die schon so ein bisschen, ja, wegatmen musste. Aber ich dachte mir, die gehen eh wieder weg. Und dann bin ich in die Wanne und dann kamen die häufiger. Und dann wusste ich, okay, jetzt geht's los. Und mit der nächsten kräftigen Welle habe ich dann Alex angerufen, dass er bitte zurückkommen soll. Und wie das Zufall so will, genau da war er halt schon auf dem Rückweg. Und Alex hat es bis jetzt noch nicht verstanden, dass die Geburt losgeht, weil ich halt immer zwischendurch schon mal geweht habe und so. Aber ich glaube, jetzt ist es bei ihm auch angekommen. Er ist jetzt duschen. Ich habe nämlich die Hebamme angerufen, die macht sich schon auf den Weg, weil ich halt Fruchtwasser während den Wellen verliere und zwischendurch. Und ich auch merke, dass die kräftiger werden. Da kommt wieder eine, wartet mal kurz. Und ich weiß, das ist nur der Anfang. Die sind nämlich noch nicht so lang, 45 Sekunden oder so. Und ich weiß auch, dass die noch stärker werden, die Wellen. Und die Vorfreude ist einfach gerade so mega groß. Und ich habe auch schon geweint. Und wir haben Familie benachrichtigt und Freunde. Und Instagram habe ich eine Story gemacht. Und ich habe mich jetzt hier so vors Bett gehockt, habe eine Unterlage drunter, weil ich halt so viel Fruchtwasser verliere. Kommt jetzt noch mal eine? Es war doch gerade schon eine. Ich kreise so ein bisschen das Becken, mache das, wonach ich mich fühle. Und ich wollte mich noch schminken und ich wollte eigentlich noch schnell duschen gehen. Ja, wenn die Hebamme da ist, werde ich noch mal schnell duschen gehen. Die Hebamme möchte ein CTG schreiben und sie meinte, ach, sie kommt schon mal. Wenn ich Fruchtwasser verliere, kann das vielleicht auch mal ein bisschen schneller gehen. Und das war schön. Auf jeden Fall, es ist krass. Alex kann es immer noch nicht glauben. Ich merke, dass die Geburt losgeht und dass wir am Anfang sind. Und ich werde jetzt die Kamera an Alex abgeben, weil ich möchte mich auf meine Hausgeburt konzentrieren und das genießen. Die ein bisschen länger werden. Erstmal müssen hier, die muss die Hebamme kommen. Der war auch den ganzen Tag bei mir und auch vor, der hat sich vor die Badewanne gelegt. Als er euch gehört hat, der ist nicht runtergelaufen zu euch. Der hat nur gebellt und wollte bei mir bleiben. Achso, Hotel, hast du angerufen? Die rufen mich gleich zurück. Irgendwie ist die gerade beschäftigt. Okay, Alex bucht jetzt das Hotelzimmer. Und dann auch die Situation schildern, ne? Dass jetzt die mit einer Nanny kommen, die jetzt die Vollmacht hat und so. Hast du das alles schon rausgesucht? Alles da. Reisepässe? Alles vorbereitet, ja. Wir sind auch super vorbereitet. Ich bin auch so entspannt irgendwie. Ich glaub's noch gar nicht. Alex schreibt, geht's los? Ich so, ja, es geht los. Ja, hallo Leute. Genau. Ich war gerade noch duschen schnell. Und ehrlich gesagt habe ich gar keine Lust jetzt gerade, weil ich. Vielleicht, Nein, wenn alle weg sind. genau, ich freue mich schon, dass es endlich mal so weit ist. Aber ich war gerade unten so schön Kaffee getrunken, habe mich so aufgewärmt. Wir waren irgendwie 3,5 Stunden draußen und Spielplatz, Fahrradfahren etc. Es war richtig kalt draußen. Habe mich so schön gemütlich aufgewärmt da im Esszimmer mit einem Kaffee und einer Zeitschrift. Und dann kommt Easy Und mit. dann, von dir Fruchtwasser. Ich denke mir, okay, wartest du mal, die meldet sich gleich nochmal, wenn es ernst ist. Alex, komm hoch! Oh, okay. Nein, Direkt alles die cool. Hebamme Bescheid gesagt. Nee, sind alle unterwegs. Genau, ich bin gespannt. Und Auch gar keinen Wehenzähler an, ich lasse es ist einfach den Sonntag, Körper der machen. 11. und du sagst, es kommt heute noch. Ich sage, es kommt heute noch. Solange Heute Abend. brauchst du dich, hast du gesagt. Sechs Bin gespannt. Stunden. Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? 15 Uhr? Ja. Ja, es ging so um 14 Uhr los. Bruno, nein. Oh Es mein ist Gott, das. wir können gleich den Pool schon vorbereiten. Ja, deswegen, ich muss, die Kinder müssen eigentlich raus, Wir warten, nein, dass wir wir den warten, wenn die Pool. Kinder weg sind, bereite ich Ja, den ich Pool. mach's nicht vorher, sonst kommt ihr nicht aus dem Haus raus. Dann gehen die erstmal eine Runde in den Pool. Ja. Ich mache es gleich, wenn die raus waren. Wir müssen gleich noch ein Großraumtaxi für die alle bestellen.
So hat sich das angefühlt, als wir mit Frieda losgefahren sind. So von der Intensität her. Okay. Also komme ich gleich auf meinen 3 cm. Die okay. Die Hebamme ist auch schon gerade gekommen, die ist echt super schnell. Das sind ihre ganzen Sachen und Koffer. Ich werde in der Zwischenzeit schon mal den Pulli aufbauen. Die Folie habe ich schon ein bisschen ausgelegt. Und räume hier so ein bisschen auf, weil das Ganze wird sich wahrscheinlich hier unten abspielen. So, ich freue mich. Und die Kinder sind auch aufgeregt schon. Ich bin schon so richtig schweineaufgeregt. Schweineaufgeregt? Nimm mal die Folie, genau, halt sie noch fest und Frieda hält das andere Ende fest. Wir legen die Folie jetzt aus. Jetzt kommt die Schere weg, genau. Und jetzt hinlegen die Folie. Super, Leute. So, hinlegen. Halt. Ja, die Kinder sind vorbereitet. Unser kleines Baby kommt bald. Ja! Und dann kommt, wenn das Baby da ist, dann rufen wir euch an, dann kommt ihr nach Hause. Wir behalten das. Wenn sie dann weg ist, dann geben wir das, ne? Ja. Oder kann es jetzt geben? Wie süß, Leon hat schon ganz schnell jetzt ein Bild gemalt für die Hebamme. Einen Schluck trinken, ist er gut? Ja. Spul oder kein Spul? Meins, ja. Hier. Nächste Welle. Ja. Die schaffst du.
ist. Du merkst das, ne? Liebe Leute, die Geburt ist vorbei, unser Baby ist draußen und das war so emotional auf jeden Fall. Das war keine Geburt, weil sie für mich emotional so wie diese hier, vielleicht weil man zu Hause war. Es ist so richtig schön abgelaufen, also so entspannt. Auf jeden Fall hat die Geburt jetzt 4 Stunden gedauert und das Baby ist richtig, richtig süß und ich habe schon viel gekuschelt mit dem Baby und jetzt ist Isabeau da oben, die geht es richtig gut, die hat sogar geduscht und ich muss ehrlich sagen, ein Kompliment und Respekt an meine Frau, sie hat sich so unter Kontrolle gehabt, sie hat ihr Körpergefühl, also kann sie richtig gut sich kontrollieren auf jeden Fall, also Schatz, das hast du richtig, richtig toll gemacht. Genau, in dem Sinne, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen, ja. Die besten Hebammen auf jeden Fall, richtig gut, richtig toll haben die das gemacht. Super, danke an der Stelle auf jeden Fall. Wie spät ist es? Wir haben es jetzt genau 21 Uhr und wir wollen jetzt was essen, deswegen gibt es jetzt ein bisschen Tiefkühlpizza für uns. Da ist meine große Kämpferin. Kämpferin? Ja. Ich hab doch gar nicht gekämpft. Das ist richtig gut gemacht. Also, jetzt gibt es da mal zur Stärkung einmal Margarita mit alkoholfreien Pina Colada. Wie geht's dir? Voll gut. Ich war schon duschen. Richtig, oder? Richtig gut. Richtig gut. Nachwehen gehen noch, aber ich habe Tabletten hier. Ja, verrückt, ne? Das ist richtig verrückt. Leute, es ist auf jeden Fall ein Junge geworden. Wir haben einen Jungen. Gott. Und sein Name ist Moritz. Ich kann es schon gar nicht glauben, ey. Ein kleiner Moritz. Ich sehe nur, oh mein Gott, ein Junge. Und ich muss sofort anfangen zu weinen. Ich freue mich so auf die Erfahrung. Die ist so süß, auf jeden Fall. Das ist richtig süß. Sieht richtig gut aus. Richtig schön. Wir melden uns bei Gelegenheit wieder. Erstmal essen wir und genießen den Moment. Genau. Bis nachher mal.